Guten Morgen! Ich möchte heute einen zweiten Teil einer Videoreihe machen, dessen ersten Teil ich schon vor ungefähr 3 Jahren gebracht habe und welches Video sehr gut von euch angenommen wurde und welches Video schon viele Leben bereichert hat. Denn es geht um das Natron. Ich habe mir früher Natron von einer Firma bestellt und es war einfach das günstigste. Und das verlinke ich euch auch unten, aber ich habe jetzt mal einfach ein anderes Natron, um einfach mal zu sehen, inwieweit vielleicht da Qualitätsunterschiede existieren können. Und das ist vom Diaclean Shop. Das ist auch das, wo ich das Magnesiumchlorid mir bestellt habe. Magnesiumchlorid, Klappe. Also wo ich mir das Magnesiumöl hergestellt habe. Und die haben eine Broschüre mitgeliefert, 85 Anwendungen mit Natron. Und ich werde euch jetzt nicht die 85 Anwendungen mit Natron vorlesen, die könnt ihr ja euch selber zu einfach reinziehen, wenn ihr euch das Natron dort bestellt, sondern ich werde einfach mal die Sachen vorlesen, beziehungsweise meine persönlichen Erfahrungen damit, die ich selbst schon getestet habe und was wirklich gut ist. Und das sind 23 ganz konkrete, inklusive Rezept, wenn es ein Rezept gibt, Anwendungen. Ich möchte es ganz kurz halten, euch einfach wirklich Fakten, Fakten, Fakten nennen. Also, was backst du dann, was waschst du da? Ich sag einfach mal, Natron, was ich verlinkt habe, ist das, worum es geht. Es gibt noch andere Sachen, aber wenn ihr auf den Link unten klickt, dann habt ihr quasi das Natron, um das es geht. Wir fangen direkt an. Ein Deo aus Natron könnt ihr relativ selber herstellen, das heißt Deo, das quasi ihr nicht oder wenig riecht unter den Achseln auf natürlicher Basis. Einfach 100 ml kurz erhitzen, darauf Stärke. Hier steht 1 bis 2 Teelöffel Speisestärke. Ich habe einen Esslöffel genommen und dann einfach so lange rühren, bis das zäh ist. Und dann, wenn das abgekühlt ist, also nicht direkt, wenn es so heiß ist, wenn es abgekühlt ist, dann halt noch Natron rein. Hier steht 2 Teelöffel Natron. Ich habe einen Esslöffel reingemacht. Also 100 ml Wasser, 1 Esslöffel Stärke, 1 Esslöffel Natron. Und das könnt ihr dann einfach in den Deo-Roller reintun und dann habt ihr ein wunderbares Deodorant, wo ihr nach gar nichts mehr riecht und was ja super ist. Also wirklich von den was ihr da quasi verwendet habt, natürlich vegan, ist es einfach super. Stärke, Natron, Wasser. Ne? Shampoo, da ist das ja einfach 2 Teelöffel Natron mit Wasser einfach nur vermengt, also Wasser und Natron. Ich habe auch wieder einen Esslöffel genommen, also meine persönliche Erfahrung ist ein Esslöffel Natron mit Wasser, Paste, dann auf die Haare auftragen und dann einwirken lassen. Der ist im Endeffekt dasselbe und deswegen hatte ich das auch gemacht wie bei Wascherde. Also ich nehme normale Wascherde oder Lavaerde, die wunderbar funktioniert, aber die ja mir mittlerweile einfach zu teuer ist in der Anwendung. Aber das Prinzip ist halt toll. Dass man nicht mit Tensiden arbeitet, die in das Haar reingehen, sondern dass man quasi so wie Löschpapier etwas drauflegt und das Scheiße kommt raus und dann ist alles gut. Man muss halt drauf achten oder man muss das wissen, dass sich die Haare erst an diesen Vorgang gewöhnen müssen. Vorher ist man in die Haare reingegangen, hat Zeug rausgeholt und hier ist es dann so, wenn man so ein Shampoo hat, wie Wascherde oder Natron-Shampoo, dass das eben eine Weile dauert und die Haare werden halt schön entfettet dann und gleichzeitig bei Natron werden sie auch noch schön weich. Was ich bei den Dreads natürlich hier nicht feststellen kann, aber naja. Ja, Zähneputzen, Thema Zähneputzen. Also ich bin nicht der Meinung und gehe ich auch d'accord mit dem, was hier steht, dass man nur mit Natron Zähne putzen kann und alles ist gut. Keine Ahnung, wie ihr das seht. Ich weiß, einige sind sehr, sehr kritisch, was Fluorid angeht. Ich kann euch sagen, ich habe die Studien, die dazu hergenommen wurden von verschiedenen Kanälen, auch aus der Rohkostszene, die gesagt haben, Fluorid ist giftig oder senkt euren IQ und so weiter. Ich habe die Studien alle durchgelesen und ich kann euch sagen, da ist nicht, wie soll ich es ausdrücken, die Interpretation der Studien ist ziemlich einseitig passiert und warum und weswegen, vielleicht mache ich da mal ein extra Video dazu. Auf jeden Fall zu Fluorid kann ich mit Sicherheit sagen, aktueller Wissensstand, auch in den Studien, auch in den angegebenen Studien, ist ganz klar, dass Fluorid als Zahnpasta völlig ungefährlich ist und dass die positiven Eigenschaften, die Fluorid hat, und das liegt vor allem auch eben an der Größe des Moleküls, dass die einfach überwiegen. Und ich nutze Fluorid zum Zähneputzen und bin
habe ein gutes Körpergefühl und auch aus wissenschaftlicher Sicht, also beides, das Gefühl und Wissenschaft stimmt überein, dass es sehr, sehr gut tut. Und ich würde nicht nur mit Natron Zähne putzen, sondern tatsächlich eben Zahnpasta verwenden oder selbst hergestelltes Zahnpulver, was auch gut ist, hatte ich auch schon ein Video dazu gemacht. Und ja, und dann halt eben ja, Natron als Ergänzung nehmen. Denn Natron ist tatsächlich gut, wenn es um Mundgeruch geht und wenn es um darum geht, Verfärbungen zu lösen. Da ist Natron ganz vorne dabei und deswegen ja, könnt ihr einfach eine Messerspitze auf die noch feuchte Zahnbürste von eurem normalen Zähneputzen Natron machen und ja, und dann könnt ihr halt ja, eure Zähne nochmal nachputzen. Allerdings wirklich nur dann, wenn ihr Verfärbung oder so habt, weil in den meisten Zahnpastas ist halt tatsächlich schon was Abrasives drin, also was euer Zahnschmelz so ein bisschen noch angreift. Ne? Und deswegen sollte der da vorsichtig sein. Aber ihr könnt auch einfach eine Mundspülung aus Natron machen. Das wäre dann der nächste Tipp, dass ihr einfach ja, Natron und Wasser mischt. Oder ihr, damit es alles noch ein bisschen angenehmer ist, macht ihr noch ein bisschen Birkenzucker rein, weil das einerseits einen süßen Geschmack hat und andererseits halt eben auch Karies vorbeugt. Und ja, und vielleicht noch ein bisschen Minzöl oder so, damit es einfach ja, fresher ist. Und dann ja, habt ihr, denke ich, die bessere Möglichkeit. Also ich würde es nicht als Zahnpasta nehmen, Natron, sondern als Mundspülung mit Minzöl und mit Birkenzucker zusammen und schön gurgeln, spülen. Und ja, wäre mein Tipp. Und so nutze ich das auch. Ich nutze es nicht als Zahncreme, sondern tatsächlich nur als Mundspülung. Beziehungsweise nutzte es, es hat funktioniert, aber da ich nicht an Mundgeruch leide, ja, habe ich es dann wieder sein gelassen, auch wenn es schön fresh ist, aber das ist auch nach der Zahnpasta. Des Weiteren, das habe ich auch nicht selber ausprobiert, aber da kenne ich jemanden, der das gemacht hat und erfolgreich gemacht hat, deswegen teile ich das mit euch. Also hier sind insgesamt 85 Anwendungen drin, davon sind halt eben nur 23 verifiziert, das was ich euch heute mitteile. Und zwar hat diese Person, weiblich um die 50 Jahre, ihre Zähne aufgehellt mit Natron. Das ist eigentlich relativ einfach, ihr müsst im Endeffekt nur ja, quasi Natron irgendwie in den Mund befördern oder halt, wie ich das vorhin gesagt habe, wo man halt anschauen muss, ob das wirklich so für den Zahnschmelz gut ist. Sie hat ihre Zähne damit eingerieben mit dem Natron. Was wiederum ich auch ausprobiert habe, wo ich auch mittlerweile einfach zu faul dazu bin, weil ich jetzt wohl nicht der ganz große Körperpflegetyp bin, aber das war, dass man Natron und Kokosöl zu gleichen Teilen mischt. Daraus entsteht so eine Art Paste, die kannst du dann aufs Gesicht drauf machen wie so eine Maske. Das lässt du 15, aber schön einreiben halt. Ne? Das ist auch die Poren öffnet, wie so ein Peeling, ne? Das Natron. Und das lässt man dann 15 Minuten einwirken und du das mit lauwarmem Wasser dann abspülen. Und das tut halt ja, die abgestorbenen Hautzellen abmachen. Und ja, also weil die Poren, die sonst verstopft werden würden, die führen dann zu Pickeln. Und ja, ich kenne das Prinzip ja sicherlich alle, die sich dafür interessieren. Auf jeden Fall so eine Hautmaske. Ja, habe mich immer gut danach gefühlt. Mittlerweile muss ich sagen, tue ich mich einfach so mit Natron oft so peelen und dann nehme ich sowas wie Shea-Butter oder Shea-Butter oder Shea-Butter, je nachdem wie es ausdrückt, und mache das. Allerdings auch da ist halt so eine Sache. Ich bin halt nicht der wirkliche, dass ich das konsequent jeden Tag mache, aber hin und wieder, ja, mache ich das mal. Das nächste ist das Basenbad. Also das wirklich, das wird häufig gemacht, dass ich einfach, es wird immer suggeriert, gesagt so 100 oder 200 Gramm, ich mache da einfach so ein, zwei Hände Natron, hau das ins Wasser und ja, mache dann einfach ein Basenbad. Manchmal mache ich auch ein richtiges Schaumbad und dann nutze ich Natron und dann nutze ich diesen, ich weiß gar nicht, ich habe ein Video dazu gemacht, wie man sich Badeschaum selber herstellt, also so ein Vollschaumbad. Ich vergesse immer wieder den Namen, wie heißt denn das? Also ich nehme ätherisches Öl für den Duft und dann nehme ich halt das Natron und noch was. Aber ich gucke einfach mein Buch, mein Video an zur Badeschaum oder Badezusatz selber herstellen. Ihr könnt das, glaube ich, bei YouTube eingeben, das ist eines der ersten Videos. Und ja, da könnt ihr das selber sehen. Richtig schönes, geiles Schaumbad. Geil duftend und schön, ja, auch vegan, alles Mögliche. So, also Basenbad wird auch gern gemacht. Dann das, was ich jetzt noch wirklich nicht probiert habe, weil ich halt auch nicht drunter leide, aber was definitiv wirken wird, weil Natron zieht Gerüche an wie so ein Magnet. Das heißt, ich hatte ja mal das tolle Erlebnis, dass jemand in meine Wohnung gekotzt hat, auch auf Sachen. Und dann hat Natron Wunder gewirkt. Und deswegen einfach, wenn ihr Schweißfüße habt, Füße mit Natron waschen. Und wenn ihr das täglich macht, da habt ihr einfach keine Schweißfüße mehr und der Geruch wird halt total neutralisiert.
gibt welche, die leiden extrem drunter, da einfach nah dran. Das Zeug ist so billig, ihr kriegt so einen Eimer für 5 bis 10 Euro einfach zuschlagen. Dann, ja, kenne ich, also die meisten Frauen, die ich kenne, nutzen halt die Menstruationstasse und die kochen halt ihre Menstruationstasse eben im Wasser aus und machen da immer noch ein bisschen Natron rein, weil es halt eben auch die Tasse irgendwann auch Gerüche annimmt, auch wenn er sie abkocht, und das Natron sorgt einfach dafür, dass die Tasse halt immer gut riecht. Im Haushalt generell beim Abkochen kann man Natron einsetzen, indem man bei angebrannten Töpfen einfach Wasser nimmt und Natron rein, also auf 1 Liter Wasser ungefähr 100 Gramm Natron rein, und dann, ja, dann wenn ihr das aufkochen lassen, und dann habt ihr es total einfach, angebrannte Stellen zu lösen. Ja, was auch geht, also ich habe ja gesagt, Natron sorgt unglaublich dafür, dass Gerüche angezogen werden. Wenn ihr zum Beispiel in eurem Kühlschrank so einen Zwiebelgeruch habt oder Knoblauchgeruch oder irgendwie einen unangenehmen Geruch, dann stellt ihr einfach eine Schale mit Natron in eine Schüssel oder in eine Tasse, und ja, das zieht dann die Gerüche einfach an. Also ihr tut das nicht irgendwie in Wasser einlösen oder was, sondern einfach so 50-100 Gramm, macht einfach 100 Gramm Natron in eine Schüssel in den Kühlschrank, und das zieht die Gerüche einfach raus. Oder auch wenn ihr in der Wohnung üble Gerüche habt, einfach so Natron hinstellen, das zieht Gerüche einfach an. Und das ist halt echt phänomenal, wie das wirkt. Und ja, also wenn ihr, besonders, es ist extrem billig, es gibt ja so Raumsprays, man kann auch ein Raumspray herstellen, da gibt es auch das Rezept hier drin bei dem Diaclean Shop, in diesem Pamphlet. Das habe ich allerdings nicht ausprobiert. Also ja, Gerüche, Wahnsinn. Dann die grundlegende Scheuermilch, die aus Natron ist, das ist ein Rezept, das ist eigentlich ja, schon überall wird das gepostet. Das ist halt, dass man 50 Gramm Natron nimmt, 1 Esslöffel Zitronensäure und 1 Teelöffel Speisestärke. Ich persönlich nehme keine Zitronensäure, weil habe immer so irgendwie keine Ahnung. Ich nehme immer einfach nur Stärke und das Natron. Allerdings muss ich sagen, im letzten Jahr nehme ich das auch nicht mehr, sondern dann nehme ich einfach nur Dr. Bronner, so ein ätherisches Öl für alles eigentlich, also für Hände, das ist einfach einfacher, ist ein ätherisches Öl, und das wirkt halt auch. Aber davor hatte ich halt mit dem Natron halt immer mit Natron und Speisestärke so eine Art Scheuermilch gemacht, hab das dann einfach drauf gemacht und dann halt Wasser und dann damit gescheuert. Und mit Zitronensäure hatte ich nie dabei, aber das ist so der Klassiker, ne? Scheuermilch. Was auch interessant ist, und das funktioniert tatsächlich, wenn ihr Fugen habt, die so dreckig sind, und ihr habt die Wohnungsübergabe oder wollt einfach, dass eure Fugen ein bisschen heller sind, dann nehmt ihr einfach eine Mischung aus 3 Esslöffel Natron und 1 Esslöffel Wasser, also 3:1, und dann entsteht so eine Paste, und dann nehmt ihr so eine Zahnbürste und tust du die Fugen alle so, die ihr gereinigt haben wollt, so einarbeiten, und dann wartet ihr einfach so eine Nacht, und dann, ja, tut ihr morgens, wenn dann das alles so ein bisschen getrocknet ist, einfach warmes Wasser nehmen und wieder auf die Zahnbürste und fugt das alles wieder frei, und eure Fugen sehen, ja, ich will nicht sagen aus wie neu, aber sind auf jeden Fall total ja, wieder gebleicht. Dann, Natron hat auch entkalkende Funktion, das heißt, wenn ihr einen Wasserkocher habt, einfach halbe Tasse Essig, halbe Tasse Natron, also gleiche Teile, in den Wasserkocher rein, und dann den Wasserkocher noch mit ganz normal Wasser auffüllen, das dann kochen lassen und ja, und dann einfach ja, dann wegschütten, und dann ist alles gut. Das Schöne daran ist, wenn ihr das dann wegschüttet, dann reinigt diese Natron-Essig-Lösung auch gleichzeitig noch euren Abfluss. Und das ist natürlich super, wenn das gleich das auch tut. Warum es das tut, ist auch, also Natron-Essig ist eine richtig starke Verbindung, weil Natron ist stark basisch und Essig ist halt eine starke Säure, und die beiden gehen halt super gut zusammen, und entsprechend, ja, ist halt mit Natron-Essig könnt ihr echt wenig falsch machen. Ja, und dann gibt es noch ein Rezept, das habe ich einmal ausprobiert, war ganz nett, aber wie gesagt, mittlerweile bin ich einfach bei dem ätherischen Öl hängen geblieben. Das waren, dass ihr 2 Teelöffel Natron, 2 Teelöffel geriebene Kernseife, 2 Spritzer Zitronensaft und 2 Tassen warmes Wasser nehmt. So, damals habe ich noch nicht gewusst, dass Kernseife, dass das nicht automatisch vegan bedeutet, und deswegen hatte ich es nur einmalig gemacht, und ja, ich habe es euch genannt, könnt ihr selber entscheiden, wo ihr seid, wie ihr das wollt oder nicht. Vielleicht gibt es auch vegane Kernseife, auf jeden Fall schaut da auf jeden Fall genau hin, wenn euch das ganz wichtig ist, dass das wirklich nichts Tierisches dabei ist. Na, ob das dann für euch Sinn macht oder nicht. Könnt ihr auch noch
Spritzer ätherisches Öl dran machen und dann ja, habt ihr also einen Universalreiniger, der wirklich gut ist. Bei der Kannseife müsst ihr nur aufpassen, dass ihr die vorher schmelzt, weil ja, damit sich das alles gut verbindet. Dann lasst ihr das erkalten und dann habt ihr halt entsprechend die Paste. Weiteres. Ich hatte euch da erzählt, dass jemand ja, mal meine Matratze ein bisschen bekotzt hat. Und ja, das ist natürlich nervig, weil du weißt nicht, wie du den Geruch rauskriegst. Ganz einfach, einfach großflächig, am besten, ich will ja einen ganzen Eimer, wie gesagt, der kostet nur 5 bis 10 Euro, aber, weiß ich nicht, 100 bis 500 Gramm, einfach über die Matratze verteilen. Einfach nur dran, ein bisschen einarbeiten oder so und dann lasst es einfach mal über Nacht ja, wirken und dann tut das schön wegsaugen und die Matratze riecht da wieder wie frisch. Also es ist wirklich unglaublich, wie ihr den Geruch aus der Matratze rauskriegt und als Geruchskiller, ich habe das schon mehrmals gesagt, einwandfrei. Ja, dann, ich habe lange Zeit Weichspüler benutzt, mittlerweile, ich wasche gar nicht so oft, bei mir wird vielleicht alle ein, zwei Monate mal gewaschen, weil ich meistens nackt rumrenne, nur für Videos ziehe ich mir meistens was an und wenn ich rausgehe, tue ich meistens auch ein Tuch überwerfen oder so, aber meistens bin ich halt nackt, aber wenn ich dann welche wasche, dann habe ich früher halt immer Weichspüler benutzt. Dann habe ich eine Zeit lang immer Natron als Weichspüler benutzt, also das wäre mein Tipp. Mittlerweile nutze ich eigentlich gar keinen Weichspüler mehr, weil die Sachen sind halt wie die Sachen sind. Aber es hat, also es die Funktion des Weichspülers übernimmt auch das Natron. Das heißt, ihr müsst einfach Natron, hier steht jetzt 1 bis 2 Esslöffel, ich habe da einfach eine Faust reingemacht, direkt einfach in das Waschmittel rein, Natron rein, anstellen und zack. Und es tut sogar eure Waschmaschine ein bisschen entkalken, also von daher auch super. Also im Endeffekt Natron überall rein als Weichspüler, also Weichspüler auf keinen Fall kaufen, wenn ihr Weichspüler benutzt, denn ihr könnt einfach Natron reinhauen und gut ist. So, dann nicht nur für die Geruchstilgung, sondern auch für die Fleckenentfernung ist Natron gut geeignet. Dazu nehmt ihr einfach, ja, sag einfach mal 2 Esslöffel Natron, ein bisschen Wasser, so dass du so eine Paste entsteht und mit dieser Paste tut ihr jegliche Flecken auf Autos, Matratzen, Sachen einfach einarbeiten, 12 Stunden warten und dann einfach wieder mit Wasser auswaschen und wie gesagt Fleck meistens weg. Kommt halt auch auf die Flecken drauf an, aber es wird auf jeden Fall weniger und das ist, wie gesagt, das ist alles möglich, alles nur mit einem Mittel, spottbillig, wirklich spottbillig, so ein Eimer, 5 bis 10 Euro, dann habt ihr ein Jahr lang und je nachdem, was ihr alles damit macht und ein Hausmittel, das darf einfach in keinem Haushalt fehlen. Ich sage das immer wieder, Natron, ich habe 2 Eimer bei mir stehen, große Eimer, ich nehme es leider trotzdem viel zu selten, aber wenn ich dran denke, dann mache ich es, weil es einfach so universell ist, weil wie gesagt, das große Ding ist halt Gerüche tilgen, ist bei mir halt nirgendwo, dass irgendwas schlecht riecht. Und das andere ist jetzt Flecken, selbst wenn ich Flecken habe, dann finde ich es nicht so schlimm. Das einzige, wirklich so zur Reinigung und so weiter, da nehme ich es hin und wieder. Und ja, aber meistens halt jetzt dieses Dr. Bronner ätherische Öl, was halt auch einfach so ein Universalmittel ist. Wir haben halt alles weggeschmissen, wir hatten so eine App, da stand drauf, Codecheck heißt die, da kannst du alles abscannen und da stehen dann irgendwie die negativen Sachen da. Und da war es so negativ und da haben wir dann einfach Dr. Bronner genommen, weil das wird als positiv, da ist nichts Negatives dabei und das halt für alles. Du kannst theoretisch damit Zähne putzen, Schuhe putzen, Haare waschen, reinigen, alles möglich. So, und da haben wir gedacht, dann nehmen wir das für alles. Aber eigentlich selbst das ist nicht notwendig. Natron wird eigentlich vollkommen ausreichen und halt ein bisschen ätherischen Öl. Aber vielleicht switchen wir da irgendwann mal um. Das nächste ist Abflüsse reinigen. Abflüsse reinigen geht ganz einfach. Entweder ihr nehmt die Chemiekeule, gibt es Abflussreiniger, macht ihr rein, spült das ein bisschen ein und spült das dann nach ein paar Minuten aus. Oder ihr macht das so, dass ihr Natron, eine Tasse Natron reinkippt, danach eine Tasse Essig reinkippt. Ich habe das früher beides vermixt, aber hier steht das jetzt so, dass man erst Natron, dann Essig reinkippt, dann ein bisschen Wasser noch dazu, feuchtes Tuch abdecken, 10 Minuten, Viertelstunde wirken lassen und dann noch kochendes Wasser nachgießt, so ein Liter oder was euer Wasserkocher hergibt oder euer Topf. Und da wird euer Abfluss gereinigt. Allerdings muss man dazu sagen, im Gegensatz zu chemischen Keulen werden keine Haare zersetzt oder sowas, sondern nur der Schmutz drumherum entfernt. Und das muss man einfach dazu sagen, dass die Haare an sich nicht kaputt gehen dadurch, wie bei diesen chemischen Keulen. Und aber wird halt der Abfluss gereinigt. Und wie gesagt, kostet halt so gut wie gar nichts, Essig ist billig. Und Natron ist halt eben auch billig. So, das war Abflüsse mit Natron reinigen. Eine interessante Sache ist,
was ich gar nicht auf dem Zettel hatte, was ich erst vor kurzem hier auch ausprobiert habe, dank dieses Pamphlets. Und obwohl vor kurzem, ist auch schon ein paar Monate her, aber das war das Letzte, was ich so richtig was Neues entdeckt habe. Das waren Klebereste entfernen mit Natron. Und das ist, ihr baut euch quasi einen Schwamm aus einer Zitrone und Natron, indem ihr die Zitrone hälftig durchschneidet und dann auf die halbe Zitrone so einen Teelöffel Natron drauf macht, das so ein bisschen einarbeitet und dann wie so mit einem Schwamm auf diesen Kleberesten hin und her macht. Und das funktioniert einwandfrei. Also wenn ihr irgendwelche Klebereste habt von doppelseitigem Klebeband oder von Leim oder was auch immer, macht einfach diese Zitrone, halbiert die, ein bisschen Natron drauf und dann schön einfach rumrubbeln. Das nächste, ähnlich wie bei den Abfluss funktioniert das auch in der Toilette, wenn man die Toilette reinigt, dass man eine halbe Tasse Natron und eine halbe Tasse Essig in die Toilette schüttet und dann, da man das ja nicht abdecken kann und das auch nicht groß einwirken kann, wie beim Abfluss, könnt ihr gleich das kochende Wasser direkt hinterher schieben. Ja, und ja, dann wartet ihr einfach. Das heißt, es kommt dann zu einer Reaktion und am besten ihr macht den Deckel zu, wartet 10 Minuten und ja, und dann ist eure Toilette geruchsfrei und eben auch gereinigt. Und ja, Toiletten und reinigen. So, dann in der Küche gibt es noch, ja, sag mal, zwei Sachen, die ich euch noch auf den Weg geben möchte, was ja sozusagen War Spirit approved ist. Das ist zum einen, dass Hülsenfrüchte, also Bohnen, schneller weich werden und das soll auch für Kohl gelten. Also auch Kohl soll schneller weich werden, wenn ihr Sachen kocht, und Hülsenfrüchte solltet ihr kochen, sonst kriegt ihr eine Lebensmittelvergiftung. Also das funktioniert eben auch. Und wenn ihr euer Obst und Gemüse wascht, was ich jetzt nicht mehr so häufig mache, weil das Thema Schadstoffe ein bisschen anders für mir gesehen wird als noch zu der Zeit, wo ich sehr darauf geachtet habe, dass ich alles wasche, dann, wenn ihr das, also ihr macht eine Schüssel und ihr macht Natron rein und wascht in dieser Schüssel euer Obst und Gemüse, dann hat das Natron eine erhöhte Reinigungswirkung und es wirkt eben auch antibakteriell. Ihr müsst für euch dann natürlich entscheiden, ob ihr das möchtet, ob ihr wirklich steriles Obst und Gemüse braucht oder ob es vielleicht sinnvoll ist, ein paar Schadstoffe, ein paar Bakterien immer mal mit einzunehmen. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Ja, das sind die Sachen, meine Erfahrungen mit Natron seit dem letzten Video, was ich gemacht habe. Das letzte Video war viel Theorie auch dabei und das ist sozusagen Teil 2 und ja, das praktische Update meiner Erfahrung oder die Erfahrung mit anderen Menschen. Und wie gesagt, ich möchte euch verlinke euch wirklich aus Dankbarkeit so ein bisschen dieses von Diaclean Shop, diese 85 Anwendungen mit Natron, das Produkt von dem Diaclean Shop, und das habe ich auch bei mir jetzt stehen. Ja, könnt ihr euch das bestellen oder das andere, je nachdem, wird von vielen angeboten. Es gibt da verschiedene Qualitäten, das muss man dazu sagen. Ihr solltet darauf achten, dass es halt eben nicht nur technische Qualität hat, sondern mindestens Lebensmittelqualität hat. Es gibt dann allerdings noch eine höhere Qualität. Das ist die Pharmaqualität, und wenn ihr ganz hohe Qualität haben wollt, dann ist das die Analysequalität. Diese vier Qualitätsstufen gibt es bei Natron. Lebensmittelqualität ist vollkommen ausreichend für euch. Aber wie gesagt, der eine möchte halt immer das Bessere und die höhere Qualität und für sein Mindset halt einfach wichtig. Und dann ist das ein okay und dann ist das für ihn wahrscheinlich auch ganz wichtig. Viele Informationen, und ich hoffe, ich konnte euch animieren, falls ihr noch nicht mit Natron arbeitet, echt Natron in eurem Haushalt mitzunutzen. Es ist so ein Universalgenie und so spottpreiswert. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.